Hallo und herzlich willkommen bei wpearea.de. Mein Name ist Chippy und nun haben wir eure App des Monats. Ja, kleiner Trommelwirbel, ein fiktiver Trommelwirbel, und gewonnen hat NTV mit 16 Stimmen und 25,81%. Ganz knapp verfolgt von Amazing Weather und jeweils mit 2 Stimmen Unterschied Sportschau, Edeka und ja, nochmal Amazing Weather. Insgesamt habt ihr 62 Stimmen abgegeben, das ist doch schon eine ganze Menge für den Anfang, und das wird in jeden Monat jetzt kommen, dass ihr die App des Monats bestimmen dürft. Ja, ich habe euch ein kleines Video, eine kleine Video-Review für NTV gemacht, und das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. So, nun öffnen wir das Ganze einfach mal, gehen auf NTV, hier ist die App des Monats. So, Nachrichten werden aktualisiert, relativ schneller Start, also das muss man den lassen, da hat der Entwickler sich Mühe gegeben, und hoffentlich werden die Daten auch schnell geladen. Das wäre jetzt nämlich sehr peinlich. Ja, relativ schnell. ACTA-Abkommen abgeschmettert. Hier sieht man auch sofort die Breaking News, die bekommt man auch per Benachrichtigung zugestellt, sobald man das will. Und hier hat man halt die Übersicht der Startseite mit allen Kategorien. Sowohl Bilderserien als auch Videos, als auch die jeweiligen Kategorien. In unserem Falle gehen wir dann jetzt einfach mal weiter zu Videos. Ganz klar, der Name zeigt die aktuellen Videos an. Mir krabbelt gerade eine Fliege auf meinem Arm und das kitzelt, Entschuldigung. So, hier seht ihr die Videos, natürlich die aktuellsten und auch auf dem aktuellen Stand. Es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen schneller rede und das ein bisschen hastig mache. Mein Akku ist gleich leer und ich möchte nicht, dass die Aufnahme hier abbricht. So, Bilderserien über verschiedene Themen und ja, auch ganz interessant. Gehen wir jetzt einfach mal hier auf Frankreichs blutiger Krieg in Algerien. Dort hat man die Bilderserien mit den gewissen Texten dort drunter. Gehen wir zurück. Und kommen weiter zum Wetter. Wenn man jetzt hier seine Postleitzahl eingibt, kommt man auf das jeweilige Wetter. Gehen wir jetzt einfach mal auf Berlin, um das zu verdeutlichen. Und sofort wird einem das Wetter geladen. Lädt auch relativ flüssig. Also ich finde das immer gut, wenn es auf älteren Geräten flüssiger läuft. Da doch vieles jetzt häufiger auf die aktuelleren Modelle umgestimmt wird. So. Hier hat man die ganzen Kategorien nochmal in einzeln, und wir gehen jetzt mal in unserem Fall auf Technik und haben hier dann sofort parat die Technik-News. Ja, natürlich sollte hier einfach mal Windows Phone stehen anstatt Nexus, aber das ist jetzt egal. Und überall nur iPhone, Google, Android, naja. Ja, das war's soweit bei der App-Vorstellung. Ich finde die App sehr klasse, habe sie von Anfang an gehabt, seitdem es die App gibt. Bin sehr zufrieden damit und hoffe, dass ihr damit auch zufrieden seid. Wenn ihr diese App noch nicht habt, ladet sie euch unbedingt runter. Es ist sehr, die ist sehr cool. Tut mir leid. Ja, die gibt's kostenlos im Marketplace. Der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut doch mal auf unserer Webseite wpearea.de vorbei. Wenn ihr von der Webseite kommt, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Favorisiert oder abonniert das Video oder den Kanal. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, einen schönen Sommer und bis zum nächsten Video. Euer Chippy von wpearea.de.